Auf Containerschiffen gelangt die Ware nach Deutschland und wird im Hafen vom Zoll kontrolliert. Auf LKWs verladen erreicht die Ware das Lager von El Puente in Nordstemmen. Nach dem Entladen findet eine Eingangskontrolle statt. Anschließend werden die Produkte fachgerecht auf Paletten verpackt eingelagert. Solidarischer Handel in Deutschland hat auch zukünftig großes Potenzial. Die El Puente-Organisation sieht es dabei als ihre Aufgabe, eine vor über 33 Jahren angestoßene Entwicklung weiterzuführen und die in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen sinnvoll einzusetzen. Mit bestehenden und neuen Partnerschaften wird vielen Menschen auch in den kommenden Jahren eine Perspektive geboten werden. Ziel der begleitenden entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit soll weiterhin sein, allen Konsumenten eine konkrete Handlungsalternative aufzuzeigen.